Gut, dann kommen wir zu den User-Fragen. Simons Toaster fragt von der Inside Politics Discord-Gruppe, fragt die NEOS, warum sie sich als Transparenz- und Antikorruptionspartei inszenieren und dann wenige Tage vor dem Verbot für Parteispenden wird eben noch einmal so knapp 300.000 Euro gespendet von einem gewissen Herrn Haselsteiner. Ist das okay? Sicher ist es okay. Es weiß ja auch jeder, dass der Herr Haselsteiner gespendet hat. Deswegen legen wir es ja auch offen. Das Problem ist, dass das andere nicht machen. Also natürlich ist es eine wie soll man sagen, Grenzfrage. Er hat das gespendet, er unterstützt uns, er steht dafür, wofür wir stehen. Er findet das gut, was wir machen, und deswegen unterstützt er uns. Okay. Alfons Honkler fragt die NEOS, wie Libertarier sie sind. Also wie liberal sind sie sozusagen? Wir sind eine liberale Bürgerbewegung. Das heißt, wir stehen für jeden Menschen, für die offene Entfaltung jedes Menschen, egal was er macht, egal wen er liebt, egal was er arbeitet, wo er wohnt, wo er einfach. Wir sind eine liberale Bürgerbewegung. Und die zweite Frage dazu ist, wie haben Sie es mit dem Anarchokapitalismus? Also ungezügelter Kapitalismus ohne Regeln. Kapitalismus ohne Regeln. Es soll natürlich Richtlinien geben. Es soll sich jeder Mensch frei entfalten können, aber es gibt trotzdem Regeln und Richtlinien. Also ohne Regeln funktioniert auch das Zusammenleben nicht. Also sind Regeln oder Regulatorien, wenn man so möchte, eine Errungenschaft für Sie? Auf alle Fälle. Es brauchen die Kinder Regeln, weil sonst fallen sie ja aus der ganzen Erziehungsarbeit auch heraus. Wenn ich ein Kind grenzenlos ohne Regeln erziehe, dann kann es auch nicht gut groß werden, weil es einfach Grenzen braucht, um erwachsen zu werden und zu lernen. Da Alfons Honker nochmal nachhakt und meint, ich soll fragen, wie sie Politik für Anarchokapitalisten machen würden, stelle die Frage anders. Wie oder was muss entflochten werden in der aktuellen Gesellschaft? Ich glaube, dass man offener gegenüber allen Menschen sein soll, egal ihrer Neigung, egal ihrer Lebensart, egal ihrer Herkunft. Das gehört auf alle Fälle aufgelockert. Man muss viel mehr miteinander sprechen. Das ist auch in allen Bereichen so. Es sollten auch Parteien untereinander viel mehr miteinander sprechen als gegeneinander. Und in der Gesellschaft sowieso. Also ich kann niemanden verurteilen, weil er an etwas anderes glaubt oder weil er von woanders herkommt, eine andere Kultur lebt. Es darf einfach jeder so sein, wie er ist. So, und weil das ja eine sogenannte AMA ist, also Ask Me Anything, wo Easy im Picker fragt, wenn man Wasser privatisiert, wie sieht es mit Feuer aus? Feuer zu privatisieren? Ja, genau so. Genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, okay, gut. Man muss natürlich die zweite Frage dazu noch sagen, nämlich sollen Waldbrände noch von öffentlicher Hand gelöscht werden? Natürlich. Also wenn ein Wald brennt, muss man ihn löschen. Wir brauchen Wälder, wir brauchen die Natur, natürlich. Und wir brauchen wahrscheinlich auch Freiwillige, die da aktiv sind. Auf alle Fälle. Freiwillige, Feuerwehren, alle sollen mithelfen. Wenn man Vermietern freie Bahn gibt, sollte der Staat eine Konkurrenzplattform zu Airbnb anbieten, auf der man als Österreicher zu geringen Gebühren vermieten kann? Wenn jemand vermieten möchte, kann er vermieten, soll er vermieten dürfen. Es steht, glaube ich, jedem frei, mit seinen Wohneinheiten das zu machen, was er will. Okay. Gibt es einen Plan, die Vorsorgekassen abzuschaffen bzw. Bürgern auf eigenen Wunsch ihre Investitionsziele selbst zu wählen zu lassen?
Da geht es um Pensionsversicherung. Pensionsversicherungen? Also Pensionsvorsorge ist privat möglich, soll jeder machen können. Die Pensionen sollen so wie sie sind jetzt gehalten werden. Wenn jemand privat dazu vorsorgen möchte, warum nicht? Okay, aber im Sinne einer wirklichen Privatisierung des Pensionssystems, da würden Sie sich nicht dafür einsetzen? Ja, es soll die Pensionen vom Staat schon geben. Die Menschen zahlen ja auch ein dafür. Also das ist wichtig, dass die auch belohnt werden für das, dass sie arbeiten in Österreich. Auf alle Fälle. Aber es soll halt auch inflationär angepasst sein, dass eine Erhöhung dann stattfindet, wenn eine Inflation da ist. Fertig. Dazu nur eine kurze Nachfrage. Die Neos haben da immer wieder das Thema Pensionen am Kicker gehabt und haben dann zum Beispiel auch vorgeschlagen gehabt, dass Leute einen Bonus bekommen sollen, die länger arbeiten sollen. Wie lange könnten Sie sich vorstellen zu arbeiten? Ich glaube, es ist immer die Frage, wie gern man seine Arbeit macht. Also wenn es mir gut geht, wenn es mir gesundheitlich gut geht, arbeite ich wahrscheinlich bis 70 auch. Das Problem ist dann meistens nur, dass man in verschiedensten Berufen halt auch das körperlich nicht mehr schafft. Und dann soll man in Pension gehen dürfen, wenn es einfach nicht möglich ist. Es soll einfach flexibel angepasst werden an die Bedürfnisse der Menschen. Weil Sie ja Lehrerin sind, könnten Sie sich ein Alterslimit für Lehrer im Unterricht vorstellen und danach geht man zum Beispiel in die Verwaltung? Wenn man in die Verwaltung gehen möchte, also wenn ich meine Mutter da hernehme, die geht Ende des Jahres in Pension, ist sie nicht traurig, weil sie nicht mehr unterrichten darf. Ich glaube, dass sie in der Verwaltung dann weniger gut aufgehoben wäre, weil sie einfach den Umgang mit den Kindern, das Leben mit den Kindern einfach vermisst. Und es tut ihr jetzt schon leid, dass sie am Ende des Jahres dann zu Hause bleiben muss. Darf, je nachdem. Ja, also es ist... Ja. Okay. Verwaltung, es kommt immer darauf an, welchen Beruf man hat, glaube ich. Also natürlich ist es in der Verwaltung, man hat hin und wieder die Möglichkeit, dass man eine Direktionsassistenz übernimmt als Stellvertreter. Das ist vielleicht für ein paar Wochen lustig und macht Spaß und ist einmal eine Abwechslung zum normalen Alltag. Aber wenn man die Arbeit mit den Kindern schätzt und deswegen auch Lehrer geworden ist, hoffentlich, dann glaube ich, ist mir in der Verwaltung falsch aufgekommen. Ich verstehe. Gut, und die letzten zwei User-Fragen kommen von Sukrim. Die habe ich quasi wiederverwendet, weil die hat letzte Woche schon gestellt gehabt von der SPÖ. Wären Sie für eine Wehrpflicht für alle? Es soll einen Freiwilligen hergeben. Es gibt seit 2016 doppelt so viele Freiwillige fürs Bundesheer, die sich melden für diesen Beruf. Und ich glaube, dass der für das Land dienen möchte, das auch tun kann, soll. Das zu verpflichten allgemein ist, glaube ich, keine gute Idee, weil es wieder die Freiheit eines jeden einschränkt. Und damit sind wir auch bei der letzten User-Frage von Sukrim. Abschaffung der 4%-Grenze im Nationalrat zur Förderung von mehr Pluralität im Plenum. Frage, nachdem ich noch nicht im Nationalrat bin. Wäre es wahrscheinlich angenehm. Möglicherweise. Okay, das nehme ich jetzt mal als klares Jein an. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.